Hallo Leute, mein Name ist Sebastian. Willkommen zurück bei Instant Armor. Ähm, in einer Multiplayer-Partie ist euch vielleicht schon mal hier und da diese Schaltfläche hier oben rechts in der Rollenzuweisung aufgefallen, Parameter. Und vielleicht habt ihr auch draufgeklickt und euch gewundert: Aha, kann man da etwa ähm, Dinge für Missionen einstellen? Und wie geht das? Wie kann man vielleicht, wenn man selber eine Mission baut, ähm, darauf zurückgreifen, das selbst für seine Mission implementieren? um eben die Widerspielbarkeit von Missionen zu erhöhen. Also ähm, schon beim Missionsstart ähm, darauf zu reagieren, dass es vielleicht nicht wie beim letzten Mal ist, mit leichter Variation ähm, oder reagieren auf ähm, verschiedene Teilnehmerzahlen oder oder oder. Ähm, den Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich habe jetzt mal... Ähm, bevor äh, wir uns angucken, wie das funktioniert, fünf solcher Parameter vorbereitet, von denen ich mir vorstellen kann, dass man sie ähm, eventuell ähm, benutzen möchte. Der erste Parameter ist ein ein- und Ausschalter für eine Art von God-Mode. Wenn ihr einen Doppelklick drauf macht, könnt ihr eben zwischen On und Off wechseln. Ich mache mal On. Und das bedeutet letztendlich, die Spielerfigur kann keinen Schaden nehmen. Die zweite Einstellung Tageszeit richtet sich danach, zu welcher Tageszeit beginnt denn die Mission. Jede Mission hat eine eingestellte Uhrzeit und Datum, an der sie beginnen. Und die Uhrzeit möchte man vielleicht mal variieren. Mittag, Mittagsspielen, Nachtsspielen, Morgendämmerung, Abenddämmerung. Das habe ich hier auch mal gemacht und ich sage hier mal Morgendämmerung. Das dritte, ähm, da habe ich etwas umgesetzt, das dreht sich darum, ähm, ob Gegner, die man auf der, äh, in der Mission platziert hat, ob sie zu 100% erscheinen oder eine gewisse Erscheinwahrscheinlichkeit haben. Das kann man natürlich auch in der Mission im Eden-Editor selbst einstellen für jede Einheit. Aber so könnte man es global machen und vielleicht darauf reagieren, dass man eine Mission mit einer reduzierten Teilnehmeranzahl spielt und deswegen vielleicht nur 75 oder 50% der Gegner benutzt. Ich stelle hier mal 50% ein. Das nächste, das habt ihr sicherlich auch häufiger gesehen, dreht sich um die Sichtweite. Und zwar eine Sichtweite, die möglichst für alle Spieler gleich ist ähm, und in gewisser Weise begrenzt ist, damit sie nicht eben die Spieler, die eine, äh, einen sehr potenten Rechner haben, der äh, große Sichtweiten rendern kann, dass diese Spieler eben nicht im Vorteil sind gegenüber Spielern, die die Sichtweite reduzieren müssen, um keinen starken Framerate-Verlust zu haben. Hier stelle ich mal, um das zu demonstrieren, auf 100 Meter. Die letzte Einstellung, auch das ist immer wieder so eine Frage, dreht sich um ähm, Einstellung aus ACE. ACE Advanced Combat Environment, ein typischer oder der typische Mod für MILSIM, neben TFAR, Task Force Arrowhead Radio ähm, oder ACRE als Pendant. In ACE gibt es diverse Einstellungen, die definieren den Realismusgrad. Und eine wichtige ist zum Beispiel, nutzt man das Basic Medical System oder das Advanced Medical System. Und das zu Missionsbeginn eventuell aussuchbar zu machen, unterscheidbar zu machen weil kein ausgebildeter Medic dabei ist und deswegen vielleicht lieber mit Basic zu spielen oder es ist ein ausgebildeter Medic dabei, dann lieber Advanced zu spielen. Das kann man eben auch über einen solchen Parameter zur Verfügung stellen. Das stelle ich hier jetzt mal auf Advanced. So, und jetzt haben wir alle unsere Einstellungen definiert und ich sage hier unten links jetzt zurück. Und Slot haben wir ausgewählt und ich sage okay, und wir gucken uns jetzt mal an, wie sich diese Einstellungen auswirken. So, wir sind auf morgen. Und wir sehen die Uhrzeit. Es ist eine Dämmerungsuhrzeit. Jetzt kann man natürlich schlecht sagen, ist es Morgen- oder Abenddämmerung. Schauen wir auf die Uhr. Und es ist 5 Uhr. Das passt. Ich hatte für die Morgendämmerung morgens 5 Uhr angegeben und für die Abenddämmerung 19 Uhr. Was außerdem ausfällt, dass die Sichtweite Richtung Sonne schon sehr begrenzt ist die büsche dort hinten bei 100 meter verschwimmen schon das ist eben die reduzierte sichtweite auf 100 meter die können wir uns auch noch mal ansehen wenn wir ähm, zum hafen teleportieren wir sind im moment hier und ich teleportiere hierhin. Ihr wisst ja, im Editor könnt ihr mit gedrückter Alt-Taste auf die Karte klicken und die Spielerfigur wird teleportiert, um Dinge auszuprobieren. Und was hier auffällt, man kann hier gerade noch so die Felsen erkennen, aber nicht das andere Ufer. So, dann testen wir auch noch mal unseren God Mode, indem ich hier eine Granate werfe, die mich nicht umbringen wird. Die Explosion ist da und der Staub wird aufgewirbelt, deswegen wird es auch gerade grau, aber ich bin nicht verletzt. Das sehen wir, wenn ich hier ins Sanitätsmenü von ACE gehe. Dann, was hatten wir noch? Die ACE Medical Settings. Gehen wir mal in Konfigurieren und Add-on-Optionen. Und schauen uns an im Ace Sanitätsmenü, da sind wir hier schon an der richtigen Stelle. Dreht es sich hier um diese Einstellung, Ace Medical Level oder Stufe des Sanitätssystems. Wir sind hier im Moment auf Server. Ich wechsle auf Mission und hier steht Advanced eingestellt. Und hier steht auch der grüne Haken, diese Einstellung gilt und sie überschreibt die Clients. Und wenn wir auf den Server gehen, sehen wir dass diese Einstellung auch durch die Mission überschrieben wird. Also Advanced Einstellung hat funktioniert. Und was haben wir dann noch eingestellt? Achso, unsere Gegnerzahl. Die Gegnerzahl gucken wir uns an, indem ich mal hier in die Kamera wechsle. Und wir fliegen mal zurück zu... Ähm, oder ich teleportiere uns wieder zurück hier zu der Militärbasis. Und hier auf der Militärbasis sehen wir hier unten ähm, einige Opfereinheiten stehen. Diese Opfereinheiten. Ähm, waren von mir ähm, 20 Stück platziert worden. Und ähm, es sollten jetzt, wenn wir auf 50% gestellt haben, nur ungefähr die Hälfte da sein. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Einheiten. Das heißt 9 Einheiten weniger. Ähm, diese Wahrscheinlichkeit wird pro Opfereinheit ähm, äh, unterschieden. Also quasi für jeden wird einzeln gewürfelt. Ähm, Im Einzelfall ist es dann schlecht zu sagen, erscheint die Figur oder erscheint sie nicht, aber statistisch eben nur 50% der Einheiten. So, das scheint alles funktioniert zu haben. Ich sage hier nochmal Schießen und werde hier von irgendwo beschossen. Ah. So, wir gehen wieder raus. Channel switched und sind hier wieder in unserer Slotauswahl in der Rollenzuweisung und stellen jetzt noch mal all diese Einstellungen um, um sicherzustellen, dass denn greift, was wir einstellen, indem ich hier sage, wir stellen auf Basic, okay, wir stellen die Sichtweite auf 5.000 Meter, die Gegnerwahrscheinlichkeit auf 100 anstatt der Morgendämmerung nehmen wir die Abenddämmerung und den God Mode machen wir aus. Okay. Und wir gehen zurück und sagen okay und starten die Mission. So, als allererstes prüfen wir die Anzahl der gegnerischen Einheiten. Ich gehe in den Zuschauermodus und wir schauen hier hinter das Gebäude und wir sehen hier schon jede Menge Einheiten mehr als vorhin und wir Blenden mal die Bezeichnung aus, dann kann ich besser zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das hat funktioniert: 100 Prozent der Einheiten sind da und eben nicht nur 50 Prozent. Ich gehe wieder zurück in meine Spielfigur, dann gucken wir auf die Uhr ähm, und wir sehen, wir haben es 19 Uhr. Die Sonne steht jetzt auch kommt jetzt aus der richtung und eben nicht aus der und dann teleportieren wir uns noch mal an den hafen und wir sehen wir können nicht nur auf die andere seite des ufers schauen sondern sehen auch hinten noch die berge also haben wir eine viel weitere sichtweite außerdem schauen wir uns jetzt mal an unter konfigurieren add-on optionen und Sanitäter, wie es denn um das Sanitätssystem steht, und unter Mission ist Basic eingestellt. Und hier steht auch wieder diese Einstellung gilt und überschreibt die Clients. Und beim Server steht, dass er durch die Mission überschrieben wird. Also auch das hat funktioniert. Jetzt bleibt nur noch das letzte, nämlich dass wir nicht mehr im Gottmodus modus sind, und dafür teleportiere ich mich hier noch mal. Zurück in die Basis. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen gegen 20 Gegner. Gleich mal die Feuerrate erhöhen und ein anderes Visier. Da hat es mich erwischt, also offensichtlich kein Gottmut mehr. So, ich gehe nun raus. Wir sind zurück im Editor und äh, im Editor kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zeigen, denn nichts von dem, was wir äh, machen mussten, um diese Funktionalität umzusetzen, findet im Editor statt, sondern in Skriptdateien und Settingsdateien und das schauen wir uns jetzt mal an. Für diejenigen, die das nachlesen wollen, im sehr gut beschriebenen... Äh, Wiki von Bohemia Interactive unter communitybi studiocom wiki mission-parameters steht letztendlich alles drin, was ich euch heute zeigen werde, wie man eben diese Parameter anlegt. Und zwar funktioniert das wie folgt in eurem Missionsordner. Und den öffne ich jetzt mal unter Dokumente, Ama3 Other Profiles. Und dann MP Missions und dann Parameter Mission müsst ihr mindestens diese Datei anlegen, description.ext. Und diese Datei habe ich hier schon mal geöffnet. Und ihr müsst sie ergänzen um diese Klassenbeschreibung. Und zwar innerhalb einer Klasse, die Params heißt, werden pro Parameter diese werden pro Parameter diese Punkte definiert. Also man legt quasi immer eine neue Klasse an, gibt dieser Klasse einen Namen und definiert zum einen den Titel. Das ist der Titel, wie er äh, in unseren Parameterübersicht erscheint. Da hatte ich ja zum Beispiel den God-Mode. Als nächstes definiert man ähm, die... Ähm, als nächstes definiert man die Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Also nur ein einfacher Ein- und Ausschalter definiert man eben die beiden Möglichkeiten einschalten, ausschalten. Oder bei unserer ähm, Uhrzeitumstellung äh, Morgendämmerung, Abenddämmerung, Mittagszeit. Oder eben hier die Prozentangaben, hier die View Distance. Also, ihr seht, die Anzahl ist nicht beschränkt. Ihr könnt so viele. Texte hintereinander setzen, wie ihr wollt, und diese Texte stehen dann quasi für etwas. Und jetzt ist die Frage: Wofür stehen sie für bestimmte Values? Jeder Text ist einem Value zugeordnet, und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie hier angegeben sind. Also, wenn wir im Interface bei Parameter beim God Mode auf On stellen, ähm, arbeitet das. Ähm, Programm arbeitet AMA und das Skript nicht mit dem Begriff on weiter, sondern mit der korrespondierenden Zahl 1. Hier bei den Values können nur Zahlen stehen, keine Texte, keine Booleans, also keine Wahrheitswerte oder andere Dinge wie Arrays, sondern nur Zahlen und diese Zahlen korrespondieren eben immer mit dem darüber stehenden Text. Also on steht für 1 und OFF steht für 0. Hier ist es anders. Hier steht Morgendämmerung für 5, Abenddämmerung für 19 und Mittagszeit für 12. Was das genau bedeutet, kommen wir noch zu. Hier ist es eher korrespondierend. 100% steht für 100, 75% für 75. View Distance ganz ähnlich, also die Sichtweite. Und hier nochmal ein Sonderfall beim Ace Medical Level. Dort steht. Basic für den Zahlenwert 1 und Advanced für den Zahlenwert 2. Als nächstes muss immer definiert werden, was ist denn der Default-Wert? Wenn man ähm, eben die Mission startet, muss irgendein Wert ausgewählt sein. Ähm, und die Frage ist, welcher. Und hier gibt man jetzt nicht den Index des Values an, sondern den Wert, der auch in dieser Liste vorkommt. Hier kann ich nur 1 oder 0 nehmen? Hier kann ich nur 5, 19 oder 12 nehmen. Da habe ich 12 genommen. Hier nur 175 oder 50. Ich habe 100 genommen. Vergisst man diese Angabe oder nimmt eine, die in der Liste nicht vorkommt, ist das nachher nicht ausgefüllt, das Feld. Ähm, und fällt das nicht auf beim Starten, kann das eben zu Fehlern führen, weil die weiterverarbeitenden Skripte ähm, eigentlich davon ausgehen, dass der Wert gefüllt ist. Als nächstes. Dazu gibt es Varianten. Das könnt ihr auch im Artikel lesen, aber das finde ich hier noch das Eleganteste. Als nächstes kann man eine Skriptdatei angeben über den Parameter `file`. Gibt man den relativen Pfad aus dem Missionsverzeichnis an. Das heißt, hier steht als erstes ein Ordnername. Zu erkennen daran, dass ein Backslash folgt. Also es muss ein Unterordner Skripts geben und in dem gibt es die Datei `setgodmode.sqf`. Und analog gibt es das jetzt hier für alle äh, Parameter. Hier ist es set daytime, set enemy spawn, set view distance und hier nicht. Das ist ein Sonderfall. Dazu können wir noch. Und der, äh, die letzte Angabe, der letzte, ähm, das letzte, was wir hier definieren, ist ähm, der, ja, der Wert ist global. Ist global steht dafür, ob ähm, der ähm, das Skript nur ausgeführt werden soll ähm, auf dem Server oder ob das Skript ähm, auf dem Server und allen Clients ausgeführt werden soll. Also, wenn ist global gleich 0 ist, dann ist es nicht global und wird nur auf dem Server ausgeführt, wie zum Beispiel die Uhrzeit oder hier die Gegnerwahrscheinlichkeit. Und wenn ist global gleich 1 ist, huch, dann steht das dafür, dass. Ähm, dann steht das dafür, dass es auf dem Server und den Clients ausgeführt wird, allen Clients ausgeführt wird, ähm, so dass eben gerade ja ähm, der God Mode eben ähm, aktiviert ist für den Spieler, denn nur der ähm ähm, denn das kann man nur lokal für den Spieler einstellen, genauso wie zum Beispiel seine Sichtweite. Das ist eine lokale Einstellung. Sie muss nicht auf dem Server eingestellt werden, aber auf jeden Fall auf den Clients, deswegen als globale Einstellung. So, eine Besonderheit hier ähm, sind alle ähm, Ace-Einstellungen die müssen nämlich diesen zusatzparameter haben ace-setting gleich 1, womit man sagt es handelt sich um ein ace-setting das man verändern möchte und das ace ähm, genau um ein ace-setting das man verändern möchte und damit klar ist welches ace-setting gemeint ist muss dieser name hier unter class mit dem ähm, Klassennamen dieser Einstellung übereinstimmen. Wo findet man den? Das gucken wir uns jetzt noch mal an. Wir wechseln zurück nach Arma. Zurück in Arma gehen wir noch mal unter Einstellung in die Add-on Optionen. Und ähm, wir sind ja hier schon bei Ace Sanitäter. Wenn ihr über eine solche Einstellung mit der Maus fahrt, seht ihr ähm, das Mausover. Und in dem Mausover stehen zweierlei Dinge: Zum einen eine Kurzbeschreibung, was mit dieser Einstellung gemeint ist, wie zum Beispiel, wie hoch soll das medizinische Simulationslevel sein. Und darunter steht immer genau diese Klassenangabe oder Variablenangabe, ace medical level. Und genau diese Angabe ist die, die wir eben ähm, unter unseren Parametern als Klassennamen verwenden müssen. Dieser Titel hier ist frei verwendbar und diese Texte sind auch frei verwendbar. Nur diese äh, Werte, die wir ähm, setzen, die müssen dem entsprechen, was... Ähm, dort vorsieht für diese Werte und wie kommt man da drauf? Dazu wechsle ich noch mal zurück in ARMA. Wenn ihr hier Einstellungen vornehmt und hier zum Beispiel Advanced sagt, dann könnt ihr hier über den Export-Knopf alle ähm, Ace-Einstellungen exportieren und wenn ihr hier oben rechts zeige Standardeinstellungen drauf klickt, dann wird werden nur die angezeigt, die aktuell vom Standard abweichen, also nur das, was wir eben eingestellt haben und jetzt sehen wir gerade, wir haben advanced eingestellt und das steht offensichtlich für den Wert 2. Wenn ich jetzt abbrechen sage und stelle hier basic ein und sage export, dann steht hier medical level 1. So wissen wir also, 1 steht für basic und 2 steht für advanced. Ähnliches gilt für andere Einstellungen, da muss man das als Transferleistung dann eben übertragen. Wir gucken uns weiter die notwendigen Einstellungen in den Skripten an. So, jetzt haben wir hier ähm, bei allen außer den Ace-Einstellungen eben eine Skriptdatei angegeben, also insgesamt 1, 2, 3, 4. Alle vier habe ich hier oben in weiteren Reitern offen. Bei der ACE-Einstellung müssen wir das eben nicht tun, weil ähm, das durch ACE direkt übernommen wird und deswegen nicht notwendig ist. Dafür sorgt eben hier diese Zeile ACE-Setting gleich 1. So, schauen wir uns an, wie ich die einzelnen. Ähm Einzelnen Parameter umgesetzt habe, aber wie gesagt, das sind nur Beispiele. In dem Fall sogar sehr einfache Beispiele, und die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt, damit eure Missionen aufzuwerten. Schauen wir in den God Mode. Der God-Mode basiert im Prinzip auf diesem Befehl, ähm, Allow Damage. Mit Allow Damage kann man für Spieler, Gegner, Fahrzeuge, Objekte definieren, ob es möglich ist, dass sie Schaden erleiden oder eben nicht. Und der Befehl funktioniert so, man gibt erst das Objekt an, dann Allow Damage und dann True oder False, also wahr oder falsch. Also ist Schaden möglich oder eben nicht. Und Player steht immer für den aktuellen Player auf dem Computer. Also, wenn ich an einer Multiplayer-Partie teilnehme und ich bin Spieler A denn, und ich führe das aus, dann gilt das für mich. Führt das Spieler B auf seinem Computer aus, gilt das für ihn. So funktioniert das quasi dann als ein Befehl für alle. Player, allow damage, false, deaktiviert eben, dass ich Schaden nehme. Und das führt er dann aus, wenn der übergebene Parameter und ähm, der erste Parameter, der an das Skript übergeben wird, ist quasi, ähm, was man hier als ähm, Value ausgewählt hat. Der wird als Parameter an das Skript übergeben. Und mit diesem Befehl sagt man, Params, der erste übergebene Parameter soll, den variablen namen gottmod enthalten oder unterstrich gottmod und hier sage ich nur ähm, enthält die, äh, ist die variable gottmod gleich 1, dann stellt den spieler auf kein schaden erleiden im anderen falle ähm, würde es eben das standardverhalten sein dass er schaden erleidet das nächste beispiel set daytime set daytime arbeitet mit dem befehl set date ähm, und Übernimmt ähm, ein Array, also ein, eine Gruppe von Werten und zwar genau fünf, die für Datum und Uhrzeit stehen. Der erste Wert steht für Jahr, der zweite für Monat, Tag, Stunde und Minute. Und als erstes lese ich mir hier aus, was ist denn in der Mission das aktuelle ähm, Datum und Uhrzeit und das liefert der Befehl date und ich speichere mir das in der Variable unterstrich date und ähm, mit SetDate kann ich ähm, aktuelles Datum und Uhrzeit in der Mission setzen und übernehme quasi immer die Werte aus dieser Variable, indem ich hier sage, für den ersten Wert nimm den ersten Wert. Indizierung beginnt immer bei 0, also der erste ist 0, der zweite ist 1. Nimm für den ersten Wert den ersten Wert aus Date, nimm für den zweiten Wert den zweiten Wert aus Date, für den dritten den dritten Wert aus Date. Damit bleibt das Datum gleich. Jahr, Monat, Tag wird übernommen und nimm auch für den fünften Wert ähm, den fünften Wert aus Date. Nur bei dem vierten und der steht für die Stunde, nimm das, was an unser Skript übergeben wurde und das ist dann eben ähm, 5, 19 oder 12, steht quasi dann eben für die Uhrzeit. 5 Uhr, 19 Uhr, 12 Uhr. Die Minuten dahinter könnten jetzt variieren, das Datum auch, aber es würde auf jeden Fall... 5, 19 oder 12 eingestellt werden durch unser Set Daytime. Das nächste Skript, Set Enemy Respawn, ähm, definiert ähm, die, die Spawn-Wahrscheinlichkeit von gegnerischen Einheiten, indem es erstmal sich alle Einheiten geben lässt und alle Einheiten heißt von allen Fraktionen, Opfer, Blue for, Civilians, Independence etc. alle Einheiten und durchläuft sie in einer Schleife. In der for each Schleife werden sie das einzelne Element durch Unterstrich x repräsentiert und als erstes wird geprüft gehören sie zur Side East. Side gibt ähm, die Seite einer Einheit zurück und sollte die Seite East sein. Dann äh, als nächstes wird ähm, ein Zufallswert generiert hier und dieser Zufallswert ähm, mit dem Befehl random und der geht dann von 0 bis einschließlich 100 ähm, und der wird hier gerundet. Ähm, dieser Zufallswert, ähm, der muss größer oder gleich sein der ähm, Spawn-Wahrscheinlichkeit, die eben übergeben wird. Ähm, größer gleich äh, 50% oder größer gleich äh, 100% und je nachdem eben von der Wahrscheinlichkeit wird die Einheit. Ähm, gelöscht. Da in Ama auch spielbare Einheiten ähm, zur Oberklasse der Vehikel gehören, ist der Befehl, um die Einheit zu löschen, die Lead Vehicle und nicht die Lead Unit. Ähm, und dann übergeben wir eben die einzelne Einheit. Also die einzelne Einheit wird gelöscht, wenn sie zur Seite Opfer gehört, also EAST, und wenn ihre Wahrscheinlichkeit eben ähm, unterhalb der Spawn Wahrscheinlichkeit liegt. So, der letzte, ähm, das letzte Skript dürfte das einfachste sein. Set View Distance übernimmt nämlich einfach ähm, die View Distance, ähm, die wir ausgewählt haben als Parameter und übergibt sie an den Befehl Set View Distance, der genau das macht, eben die Sichtdistanz ähm, einzustellen. Also Set View Distance ist der Befehl und in der Variable Unterstrich View ist eben der Wert und der wird dann eingestellt hierdurch. So, damit ähm, ist eigentlich alles zum Thema Parameter gesagt. Es mag noch ein paar Besonderheiten geben, aber wer sich mit dem Thema nähern will, fängt am besten erstmal damit an. Ihr seht ein bisschen ähm, Programmierkenntnisse und SQF-Kenntnisse, also SQF, die Skriptsprache ähm, aus AMA sind da erforderlich um damit umgehen zu können aber ihr könntet auch einfach nur meine beispiele übernehmen ich werde sie als download mit zur verfügung stellen und ihr könnt es dann einfach in eure mission kopieren letztendlich nur den Ordner mit den skripten und die hinein äh, hineinkopieren und schon habt ihr diese einstellung und könnt sie verwenden sie müssten eigentlich in jeder mission funktionieren. Ähm ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf eure Kommentare und Anregungen und Ideen. Ähm, genauso wie auf eure Abos oder ähm, Daumen hoch, Daumen runter Bewertungen. Ähm, ja, ähm, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!